Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge Watch Dogs. Folge Nummer 17 sogar schon. Ja, eine kurze Ansprache zu Assassin's Creed Rogue. Ich hatte jetzt die letzte Folge vorzeitig abgebrochen, da es praktisch unspielbar war eigentlich. Und daher habe ich jetzt erstmal ein Update gekriegt für das Spiel, welches bis jetzt auch schon so weit so gut die ganzen Grafikfehler waren ja nicht vorhanden, aber was soweit die ganzen Fehler behoben hat, also dass es erstmal nicht immer einfriest, das Bild ist ja immer eingefroren für kurze Zeit. Aus welchen Gründen auch immer, die Grundeinstellungen waren immer noch drin, also es war nichts groß eingestellt an dem Spiel. Und zumindest sollte damit jetzt wieder ein Let's Play möglich werden eigentlich. Denke ich mir zumindest. Also ich kann es nicht garantieren. Aber wenn es jetzt so laufen sollte, wie es heute war, wie ich es heute gestartet habe, nach dem Update, kann eigentlich nichts schief gehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Auf den ersten Blick, auf den ersten Anhieb. Ja, aber wir bleiben mal gleich bei Watch Dogs stehen. Wir waren nämlich... Ja, das hast du schon einmal gesagt. Wir hatten jetzt... Scheiße, der war zu weit weg. Naja, egal. Jedenfalls widmen wir uns jetzt wieder Watch Dogs. Sieht okay aus. So. Und das erste Problem ist erstmal beseitigt. Wie gesagt, also ein Let's Play für Assassin's Creed Rogue sollte also wieder drin sein. Ich kann es halt bloß nicht... versprechen, also garantieren kann ich nichts, versprechen kann ich nichts. Ich bin halt auch nur ein Mensch. So, den haben wir also doch nicht getötet. Aber die wissen, dass ich da bin, also die schießen auch auf mich. Der ist immer noch nicht tot, also Leute, jetzt macht aber keine Scheiße hier. Das ist deine Schuld. So, jetzt ist er aber tot. Tatsache. So, ich würde einfach mal sagen, wir müssen... Da sind gleich mal drei solcher Typen. Also... Ja, müsste jetzt natürlich geil sein, wenn sie jetzt... Ja, ich bin doch schon dabei. Bleib mal ganz ruhig. Schätze. Wenn jetzt natürlich dahin geht, wäre das natürlich schon nicht schlecht. Also, warte mal, wir haben doch noch einen Köder. Moment. Natürlich bloß jemanden. Ich komme einfach gerade echt nicht weiter. Also, ich will jetzt nicht direkt ins Offensive gehen. Was ist denn mit der Alten? Also. Ja, wir lassen den Garten in Ruhe. Du lässt uns in Frieden. Das war's. Also für den war es auf jeden Fall schon mal. So, weitere Kameras. Wollen hier eine? Meine Daten gehören mir. Besitzt versteckte Kamera. Aber was ist mit dem da hinten? Da steht ja nämlich auch noch einer.
Ja, wir wissen es. Ah. Hab ich da was gesehen? Findet ihn, der Scheißer ist nicht weit. Ja. Ist natürlich schön, wenn man alles mit dem Smartphone schön hacken kann. Das ist natürlich sehr gut. Das dürfen die mich natürlich nicht entdecken. Dürfen die natürlich nicht. Also können sie schon, mir wäre es ja egal, aber muss ja nicht unbedingt sein. Nicht zwingend nötig. Ich könnte natürlich auch wieder mit dem Lift runterfahren. Runter mit dem Lift. So. Lauf, der ist bewaffnet. Ja, okay. Dann können wir so direkt hier rein, ne? So, wenn jetzt natürlich keine Sau hierher kommt. Alles sauber, ich gehe da lang. Die suchen ja immer noch. Nichts gefunden, ich seh mal da drüben nach. Nicht mehr, ich geh weiter. Scheiße, haltet die Augen offen. Was ist das? So. Treffen tut er auch nicht ganz. Geh da lang. Such weiter. Ah, aber der ist auch weg. Ist schon mal sehr gut. Zwei sind noch da. Gott, verdammt, wir kriegen es ab. Jetzt ist bloß noch einer da. Der müsste jetzt gleich hier um die Ecke kommen. Ich hab hier nichts. Ich geh da rüber. Ne, der steht da. So. Der macht jetzt natürlich nichts mehr. Weil wir können es halt. Oh, eine Goblin. Auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt da rein. Hacken Sie den CTOS-Server. Tim, was bringt das denn? Rein können wir da trotzdem nicht. Also daher ist das schon mal überflüssig. Ah, jetzt müssen wir uns aber wieder schon mal alles vorbereiten. Würde ich jetzt einmal so behaupten. Ist bloß die eine Brücke zum Betätigen da? Oh Gott. Na, was machst du denn? Wir müssen jetzt natürlich diese Brücke hier noch kriegen. Und noch diese Brücke. Und wir sind drin. Jawohl. Warum auch nicht? Ui. Mein Bezirk. Das glaube ich mir mal. Dass ich mich mal hier jetzt verdünnisieren werde. Das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jacks haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Tue ich. Selbstverständlich machen wir das. Ist ja halt unsere Schwester, ne? So, da wir jetzt noch. Der Timer sagt gute Zeit, also wir liegen bisher. Oh. Umweltverschmutzung. Nochmal Umweltverschmutzung. Karre sieht schon wieder aus wie Scheiße. Da wir noch, der Timer sagt, wir haben noch viel Zeit, also würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach noch die zweite Mission an. Oder hängen die gleich noch mit hinten rein. Denn nun, da wir dem Selbstjustizverbrecher einen Namen geben, ändert das die Meinung der Leute? Jüngsten Umfragen zufolge nicht. Überhaupt nicht. Chicagos Bürger wollen. Wir fahren aber natürlich nicht nach. Jedenfalls
Haftbefehls im Gefängnis lebenslang. Aber im Gefängnis war ich doch schon. Bin ich da freiwillig reingegangen. Und bin wieder ausgebrochen. Ja. Wo wir trotzdem ein Smartphone hatten. Und trotz alledem haben wir es geschafft, ne, da wieder rauszukommen. Oh, da sind wir. Wir sind ja schon da. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir gehen dahinter. Hier müssen wir nämlich hin. Ups. Oh, noch eiskalt drüber gefahren. Das ist natürlich sehr gut. Nein, das darf nicht wahr sein. Es ist aber. In den Abgrund starren. Akt 2. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Tja, wo müssen wir hin? Dahinter müssen wir. Aber wir sind natürlich ein bisschen faul. Wir werden natürlich mit Auto hinfahren. Ivo, ja, warum auch nicht? Ja, wir können. Der heute fahre ich wieder. Besser, wir gehen leise rein. Heute ist der mein Fahrstil, der ist heute schon wieder echt der Wahnsinn. Ja. Ich fahre heute wieder wie der Henker, ey. Gut, das bringt jetzt sowieso nichts, da irgendwie. Scheiße, scheiße, scheiße. Man hat mal da wenig Zeit, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Wir müssen auf die Brücke zugreifen. Oh, geschafft, Alter. Gerade so, ey. Schlau, was? Exotisch und schnell. Wirklich exotisch, also schlecht sieht er ja nicht aus, ne? Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Schickes Auto, der brummt bestimmt auch ganz schön. Sollen wir uns im Wagen verstecken? Der ist es. Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Alles klar, Bruder. Das machen wir noch glatt. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Voll klar. Queen braucht doch das Geld. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Ich glaube, er ist so eine Agenda. Das müssen wir natürlich. Dürfen jetzt auch nicht auffliegen, ey. Ich hab da jetzt. Sieht nämlich gerade so gut aus, so mit Spielzeit und alles. Sieht gerade wirklich gut aus. Deswegen müssen wir da irgendwie rein. Dann würde ich sagen. Scheiße. Da ist er. Den kriegen wir aus ganz wissen. Den Penner. Ich bin dran. Nee, bist du nicht. Schade um das Auto, aber leider müssen wir ihn töten. Wir müssen ihn scheiße. Die haben nicht.
Wurde die Drohne ausgeschalten? Lief doch jetzt eigentlich ganz perfekt eigentlich. Warte mal, wo sind wir jetzt gewesen? Wir sind, glaube ich, hier irgendwo gewesen. Das muss ich mir merken, weil da gibt es ziemlich coole Karten. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal, natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Erreichen Sie die private Lounge Infinite 92. Dann machen wir uns da mal hin. Hätten wir jetzt keine Missionsziel gehabt, dann hätte ich natürlich noch den CTOS-Turm mitgenommen. Selbstverständlich. Ja. Aber. Ach Mann, Leute. Kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So. Nee. Müssen wir schnell dorthin schleunigst. Oh nö. Gott sei Dank war es bloß ein Auto und kein LKW. Alle Mann fahren so wie der Henker. Das ist der Wahnsinn heute. Oder ich bin sehr wie Henker fährt. Hört sich die Karre nicht mehr sehr gesund an. Das kann natürlich auch das Auto sein oder halt das Radio. Aber wer weiß das schon? Ich nicht. So, da wären wir. Ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. So sieht das nämlich aus. Wir müssen mal schnell rein. So. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Ich habe aber nicht bloß eine Pistole bei mir. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Und kombinierte Hormontherapie. Und dann natürlich auch gleich mal. Ja, nicht schlecht. Dafür, dass es illegal ist, ist es gut besucht, ne? Ziemlich gut besucht. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Danke sehr. Also du bist die Aufmerksamkeit. Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht.
Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Du bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. So geht's natürlich auch. Aber jetzt noch schnell raus hier. Ganz gechillt. Ja. Also, hier gibt's genug zum Hacken, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, Jack hat mich mit dem anderen gesehen. Warst du bei einem anderen? Ja. Ich hab's gewusst. Was soll ich jetzt machen? Meine Waffe. Selbstverständlich. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Ich glaube nicht. Hoffentlich nicht. Mir ist echt egal, was er früher gemacht hat. Das ist seine Sache. Was gilt, was er gemacht hat. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Zu schön, um diese Karre kaputt zu fahren. Darauf haben wir hier ein bisschen vernünftig. Neues Fahrzeug verfügbar. Ja, schön parken. Perfekt, Junge. Perfekt abgestellt und ein neues Auto gekriegt. Auf jeden Fall schalte ich jetzt hier wieder eine Runde ab. Dann fährt der Zug. Und hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Watch Dogs zu spielen. Und bis dahin, macht's gut, Leute.